diese sehr, sehr kompakt stehende Bremerhavener Defensive. Und für Bremerhaven wäre das der dritte Sieg im dritten Spiel gegen Mannheim, wenn man den Magenta Sport Cup mit einfließen lässt. So, jetzt der Eröffnungsbully und Uhr geht direkt zu Boden. Scheint sich da auch ordentlich wehgetan zu haben. Wolf ist mit dabei, der dann auch ein paar freundliche Worte hinterher schickt. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Uhr gegen Wolf hier oben. Oh ja, da. Der Schläger, wenn ich das richtig erkannt habe, zwischen den Beinen von Uhr. Ja, genau so schaut's aus. Er zeigt's an. Und Wolf legt dann nochmal verbal nach. Also die Auseinandersetzung noch nicht durch. Zeigt's auch nochmal an, wobei Wolf dann natürlich, also grundsätzlich die Situation ist natürlich die, wenn Uhr und Wolf da gegeneinander stehen am Bulli-Spiel, da wird sich natürlich gehakt, die Schläger ineinander gehakt, nachdem das Anspiel durchgeführt wurde. Und normalerweise geht der Schläger da hoch, um den anderen Schläger dann ein Stückchen anzuheben. Klar, aber Wolf trifft da eben nicht den Schläger, sondern zwischen die Beine von Uhr. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm für ihn. Ja, es also, da werden durchaus ein paar Nettigkeiten getauscht gerade.